Illegales zu tun. Genau, weil man muss halt den Verkehr auch berücksichtigen, beziehungsweise die Mitmenschen. Es geht ja nicht darum, sich unbeliebt beim Volk zu machen, auch nicht bei den Lkw-Fahrern und sonstigen. Es geht darum, sich bei den Politikern unbeliebt zu machen, bei den Medien, damit die auch wieder berichten. Und noch ist es ja so, wir sind in einer Phase, da sagt man, ja, die blöden Querdenker und oh, die haben Verbindung zu Rechten und was weiß ich alle. Aber erstens mal denken sehr viele im Volk ähnlich. Dann wären ja eigentlich alle irgendwie rechts und blöd und Covidioten. Und das Zweite ist, eine Diffamierungskampagne kann nicht sehr lange durchhalten. Das heißt, im Endeffekt wird sich die Wahrheit durchsetzen. Und nachher haben dann diese Leute, die jetzt so beschimpft wurden, die Hochachtung im Volk und werden dann als Helden gefeiert. Das war eigentlich sehr häufig so in der Geschichte. Man hat dann immer im Nachhinein die Widerständler dann auch respektiert. Ne? Und die Frage ist, wie lange müssen wir noch durchhalten? Wie lange müssen wir diese Medienhetze noch ertragen? Also mehr als den medialen Tod können die nicht bringen. Die können uns medial einfach, die können Rufmord machen, aber mehr können die eigentlich nicht.